Im Denklabor für vernetzte Mobilität überlegen wir gemeinsam mit den Stadtexperten, wie Gütersloh in einigen Jahren aussehen könnte. Ja, wir versuchen in Gütersloh durch die Initiative der Stadt die Themen Digitalisierung für Gütersloh nach vorne zu treiben. Und dass man sich dann gemeinsam austauscht mit den Ideen. Jeder hat ja andere Ideen, jeder denkt auch an was anderes. Ich glaube, das ist eine ganz kreative Geschichte, was ich besonders gut finde, dass man sozusagen wirklich die Bürger mal auch direkt gefragt hat. Und gemeinsam Lösungsvorschläge findet. Es gibt ja zwei Ebenen, also einmal die tatsächliche Vision, die etwas längerfristige Ebene und zum anderen natürlich die ganz konkreten Sachen, wie heute das Thema Parkraumbewirtschaftung und auch Steuerung von Parkverkehren, dann natürlich barrierefreie öffentlicher Nahverkehr und Mobilitätskonzepte, die eben für alle Altersschichten auch nutzbar sind. Mit Themen wie E-Scooter, mit Sharing-Modellen beispielsweise oder wie ich von einem Verkehrsmittel auf das andere wechseln kann und ähnliche Geschichten, wie man das unterstützen kann und einfacher für die Bürger machen. Die Reise geht in ein neues Gütersloh, in dem es mehr vernetzte Mobilitätsarten gibt und wir mobiler sein können, aber zusammen gepaart mit Verlässlichkeit, Funktionalität und es soll einfach leichter sein für die Menschen.